deines Soul Shards deutlich krass erhöhen könnte. Okay. Das heißt, du schneidest dir damit nur ins eigene Fleisch, wenn du jetzt die Sporner kaputt machst. Aber mach, was du willst. Die Sporner? Ja, ja. Keine Sporne. Sorge. Das ist kein Problem. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen bei einer Battle-Folge Minecraft Big Dig Team Battle. Und mit dabei ist heute der Richter von Gilly. Hey, hallo. Kommst du vorbei, oder? Was läuft bei dir? Ja, komm mal vorbei dann. Bei mir läuft voll hart, Alter. Ich schwöre es dir. Voll hart, Alter. Also ich bin lange nicht am Server gewesen. Es hat sich... Oh, es sind mehr Bücher gekommen. Das heißt, wir können jetzt fett enchanten. Ich kann schon die ganze Zeit voll enchanten. Ja, ich kann halt... Ich brauche halt einmal Level. Das wäre mal... Ich habe die 15 Bücherregale, die man sonst immer hat. By the way, ich nehme nicht auf. Das heißt, das ist exklusiv Material von Sebo. Wow, du nimmst nicht auf. Ich habe noch ein paar. Ich nehme an, du nimmst jetzt gleich ein paar mehr auf, oder? Zwei. Also sag mal, bist du schon Richtung mir unterwegs oder was? Eigentlich nicht so, aber jetzt komme ich langsam. Das Ding ist, eine Tomate gibt dir 2 Hungerkeulen? Oh, schlimm. Eine verfickte Tomate? Ist doch cool, oder? Das ist übertrieben. Okay. Warum? Ich sehe dich ganz genau. Da bist du. Ich hab nur was eingestellt. So, ja. Weiß ich nicht. Ein Baum. Das sieht voll hässlich aus. Leck mich! Ja, ich habe halt irgendwie noch die Default Textures, aber das sollte sich dann über eine. Wie über sieht denn Sakura in Default aus? Sakura? Das ist da? Ja, das da. Nicht abbauen! Ja, sieht cool aus. Okay. Mhm. Aha. Hier ist nur Holz drinnen. Aha. Diese Türen sind sehr schwer zu sehen. Was brauchst du? Was ist denn das hier da? Das ist sowas wie ein Maserator. Kriege ich das bitte wieder? Entschuldigung. Bitte. Danke. Kann man hier nicht durchgehen? Hallo? Was passiert, wenn man da durchgeht? Mach's lieber nicht. Okay. Aha. Kann ich da auch verwenden? Blade. Ja, ich war kurz in einem Rift. Cool. Das ist mein Keller. Das ist die geile Smeltery. Ja, die haben wir auch. Aber nicht so übertrieben epic. Doch, doch. Nicht so groß. Alter! Was sind das für Arge? Was sind das für Arge? Siehst du, deppert Large Reinforced Chests? Ja, die sind geil, gell? Okay, Magic. Aha. Eisenschwert. Ich nehme mir das Eisenschwert und gebe dafür das Steinschwert. Einfach weil ich gerade kein Eisenschwert da habe. Ja, gut, da hinten geht's das Chaos zu Bude. Aha. Kann nämlich ehrlich gesagt nicht mehr aus. Okay. Ja, Leinwand. Hey! Ist ja schon alles gelootet? Keine Ahnung. Alter, hör auf, da baut Chaos sein Haus rein. Echt? Ja, da würde jetzt cool. Nicht weitergehen. So, genau hier ist die Grenze aus. Also hier darf ich machen, was ich will eigentlich. Oder? Aber du weißt schon, dass hier jede Menge Blaze-Spawner sind. Ja. Ja. Alter, es reicht, Junge. Was denn? Das ist hier öffentliches Gebiet. Ja, du weißt schon, dass ihr die Spawner für später auch mal gebrauchen könntet. Ist ja relativ gut. Und du hast schon mal von Soul Cages und so gehört? Dass man mit einem Spawner den Tier eines Soul Shards deutlich krass erhöhen könnte. Okay. Das heißt, du schneidest dir damit nur ins eigene Fleisch, wenn du jetzt die Sporner kaputt machst. Aber mach, was du willst. Die Sporner? Ja, ja. Sporner. Das ist kein Problem. Ja, du hast übrigens auch gerade mal die Hälfte vom Baumhaus gesehen, aber gut. Ich tue ja eh nichts. Also, das ist eh nur ein Lohnspawner da. Also, der juckt mich gerade. Ah, ich brenne! Ich habe nichts zum Essen da. Ist da irgendwo ein Wasser-Dings? Nein, natürlich nicht. Ich würde dir raten, rauszugehen.
Wow! Zombie! So, ja. Sag doch, ich würde dir raten, rauszugehen. Warum? Das ist ein Sattel und Apple Biscuits und. Ich hab ihn wieder zum Kennis. Cotton kann man. Cotton essen. Doch, Raspberries kann man. Cotton ist Baumwolle. Ja, kann man Baumwolle nicht essen, immer an. What the fuck? Normal nicht. Mann. Ich hätte aber. Zum Teufel bist du runter? Na dort. Ja, ja, das weiß ich schon, aber wo bist du denn? Nein, ich bin schon wieder weg, ganz sonst. Ja, geilo. Oder ich auch nicht. Also auf jeden Fall bin ich nicht da, wo du denkst, wo ich bin. Ich bin auf jeden Fall da, dort. Ja, gut, das war mir klar, dass du dort bist. Kommst du wieder hoch? Naja, vielleicht. Ich muss ihn nur gerade ein Enderman besiegen. Irgendwie so eine Ender-Dings. Das ist ein Ender-Backpack. Ich will ein Ender-Backpack haben. Den kann man sich auch craften. Das ist. Ja, so cool. Natürlich ist voll es cool, nice. Aber auch ein bisschen gefährlich. Ja, aber voll cool. Ich Okay. höre dich dezent gegen Blazes kämpfen. Na, ich hab keinen Stress. Es ist alles unter Kontrolle, ich mein. What the fuck? Ich brenne. Wo bist du denn? Kann das sein, dass ich dich brennen höre? What the fuck? Wieso brenne ich jetzt auf einmal? Keine Ahnung. Alter, wo bist denn du schon wieder? Ich hab dich doch gerade gehört. Du hast doch gerade eine Kiste geöffnet. Nein, habe ich nicht. Hä? Nee, vorher halt. Nein, eigentlich nicht. Ah, ich seh dich. Scheiße. Wow, was hast du hier getan? Nix, nix, oder? Lol, ich hab den Zombie angezündet. Warum fragst du? Weil hier unten Blazes gespawnt sind? Ah, okay. Ich hör dich gerade gegen ein Skelett kämpfen. Ich kämpfe nicht gegen ein Skelett, ich laufe herum. Schau im Video, wenn du siehst. Achso, Genau, hä? wo du nicht bist. Vor allem, hier Ich. wurde schon ausgeleuchtet. Hier war schon mal jemand. Ja, da wo ich wär halt. Wieso hat er das Gold nicht abgebaut? Gute Frage, aber ich glaube, wenn man den Braustand und die Netherwarzen. Ah, gut. Und wieso? Ja, wurscht, das ist dann im Video. Wie sind viele Fackeln am Boden? Oh, Creeper! Wieso Schleichen bist du Creeper. schon wieder so weit runtergelaufen? Woher weißt du überhaupt, wo ich bin? Ja, Bin weil ich ich. dich vielleicht sehe, vom Namen her. Ich Hm, höre ich bin dich im Arsch, gell? essen. What the fuck, wie nah bist du eigentlich? Das ist eine gute Frage. Jedenfalls kotzen mich die ganzen Blazes gerade minimal. Du hast gerade eine Kiste gelootet. Aber wo Ja, bist. natürlich nur die Kisten. Aber wo bist du gerade, bitte? Na dort. Okay, das ist. Okay, das ist schon euer Grundstück, da darf ich nichts mehr machen. Du Das ist bist schon kein wieder auf Problem. unserem Grundstück? Ja, aber jetzt bin ich nicht beim Grundstück. Jetzt bin ich dort. Ah. Okay, Oh, das ich glaube, ist. ich habe das Skelett gefunden. Okay, da darf ich wieder Sachen abbauen. Ah! Blazes! Schon scheiße, gell? Apple Wow, das Biscuits! ist ein schnelles Zombie, aber ich hab's so richtig gemeiert. Nicht kein einziges Mal getroffen. Da unten ist Weizen! Ja. Schon What? cool, gell? Da ist Und vor allem zugebaut? hier. Wo bist du? Hä? Ich finde dich gerade nicht! Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich denke mir einfach nur so, YOLO! Ah, ich sehe deinen Namen. Ich habe schon Wow. wieder drei Minium-Scherben. Gehen wir noch mal Wow, der ist ja runter? urschnell, der Zombie. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hey, wie schnell bist du eigentlich? Schleich dich. Creeper! Ja, schön für dich. Ich will hier alleine arbeiten. Hallo! Hör auf. Ich sag dir, ich habe die Berechtigung, dich sozusagen umzubringen. Also. Ja, ich nicht. Doch, schon. Aber ich habe halt nicht so gute Ausrüstung wie du, also sollten wir uns vielleicht vertragen. Habt ihr schon ein Charmentable schon, oder? Ja. Okay, Wir gut. sollten uns trotzdem vertragen, finde ich. Ja, ich nehme nur die ganzen Netherwarzen und das Zeug mit, damit ihr. Du weißt schon, Naja. dass hinter uns keine Zombies kommen. Ja, ich habe keinen Stress. Ich Also glaube, vielleicht ein bisschen, aber nicht ich glaube, die krass. Bücher nehme ich mir auch mal mit, einfach damit ich mehr Bücher habe. Okay. Ja, das wollte ich ehrlich mitnehmen. Aber deswegen wollte ich ja nicht mit dir
dir da runtergehen. Ich wollte das alleine. Ja, es hat aber schon mal jemand gemacht, der hat bloß vergessen zu looten. Ja, super. Ja, also super. Ich bin jetzt wieder oben, gell? Oh, geil. Ja, und wie soll ich jetzt da raufkommen? Keine Ahnung. Ah, danke. Das hilft mir nur bedingt weiter. Alter, ich höre dich doch gerade kämpfen. Ich kämpfe mit niemandem. Warum ist da gerade ein Skelett gestorben? Mit drei Schlägen. Woher soll ich das wissen? Du bist Sebo? Oh, ich habe das Gefühl, da oben ist ein Blazespawner. Das wäre ungünstig. Hast du das Gefühl? Ich höre die ganze Zeit Blazes. Oh, okay. Und das will mich abschießen. So richtig geschissen, dass da alles euch gehört da unten eigentlich. Das gehört nicht, also du kannst ja gerne was mitnehmen. Alles, uns gehört, ja, uns gehört nur das auf dem Grundstück letztendlich. Naja, sind schon gute Sachen dabei. Glowstone. Nee, so Eisen und so. Ja, gut. Für Eisenmaster mal nicht exklusiv hier runterlatschen. Na, ist schon ein bisschen was gehäuft manchmal so. Und Redstone und so. Diamanten. Ah! Manchmal. What? Ah, hier ist ein Enderman. Na toll. So ein Pisser, der teleportiert sich einfach gleich weg. Ist Tag? Ich glaube, ich habe. Kann es sein, dass du dich einfach hier hochgebaut hast oder ist das die Hochbauspur vom Wolf? Ich habe mich schon hochgebaut. Cobblestone? Ja. War dazwischen noch eine Erzader? Ja. Gut, dann bin ich da, wo du dich hochgebaut hast. Achso, okay. Ja, ich bin schon wieder am Grundstück und so. Du hast meinen Baum nicht fertig angeguckt. Schau ich dann noch an. Na supi. Und dann nimmst du halt nur zwei Folgen, oder was? Ja, das ist okay. Schau, was du circa. Wenn du gerne irgendwas wegwerfen. Oh, ich hab, glaube ich, Uran irgendwo. Aha, okay. Dann. Da ist ein Enderman, der. Ist böse. Grabe mich zum Baum. Man weiß ja nie, was die vorhaben, weißt du? Enderman, oder? Hey, das ist ein Schwein, das ist cool. Ja, ich versuche auf Dauer ein bisschen Hühner in meinem Baum zu halten. Warte kurz. Was ist? Da ist kein Computer. Was, wenn das Zimmer kein Computer ist? Welchen Computer brauchst du? Ja, Mann, Vater will Computer haben, aber kein Computer. Geil. Oh mein Gott. Wie viel kostet Fortune 3? Sagen wir lieber was Sinnvolles. Wie viel kostet Fortune 3 auf einer Spitzhacke? Ich habe nichts verstanden, ich war gerade nicht da. Wie viel Fortune 3 auf einer Spitzhacke kostet? Weiß ich nicht, ist nicht so toll. Mal ein Level oder so. 9 Level für Fortune 3. Circa. 14. Gut, dann halt 14. 5 habe ich. Wie viel Unbreaking kriege ich da jetzt noch drauf? 1. Wie viel Unbreaking kriege ich jetzt drauf? 2. Dieser Mod macht wenig Sinn. Denn schauen wir das geil. Aber wenn du mit 5 Leveln Haltbarkeit 2 kriegst, ne? Verstehst du? Ja. Ja, die Pocke, also diese Dimensional Dörr, die du da gefragt hast, ob man da durchgehen kann, führt mich in Nether. Ah, okay. Wieso sagst du es nicht gleich? Weil, keine Ahnung. Kein Bock. Okay. Weißt du, redet ihr dir dann nur. Oh fuck. Kann es sein, dass das gerade. Bist du gerade in den Nether gegangen? Nein, warum? Weil da gerade ein Leck war. Finde ich nicht so. Bei mir leckt's nicht. Ja, bei mir ist gerade so nur so ein blauer Schleim, hat sich einfach mal 5 Sekunden nicht von der Stelle gerührt. Nee, wie ich will, es ist kein Leck, nee. Kein Ding.
Aluminium Orberry Bash. Ja, vielleicht schon, aber. Also ich weiß nicht, habe ich mich schon entschuldigt, dass gestern keine Folge gekommen ist? Gerade glaube ich nicht, nein. Also jetzt im Moment nicht. Ja, dann Entschuldigung. So einfach bringt man dazu Menschen, sich random zu entschuldigen. Ja, ich. Nee, du hast mich wirklich noch nicht entschuldigt, aber. Ja, okay, dann tut's mir leid, dass gestern keine Folge gekommen ist. Wie habt ihr eigentlich vor, euer Lager zu bauen? Was für ein Lager, ey? Ja, ihr braucht irgendwas, wo ihr Zeug reintut, oder? Achso, ja, keine Ahnung. Mitten Kisten? In der Wiese, nein, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Oder hat Xaucha ein bisschen in der Modliste gestöbert und. Bin ehrlich gesagt ehrlich ganz sehr planlos unterwegs. Ja, du sowieso. Nee, weil wir bauen ein ME-System. Achso. Ein ME-System, wirklich? Mhm. Na, du verstehst es nur Bahnhof, ich weiß schon, aber wir bauen ein ME-System. Also nicht wir, in erster Linie macht Wolfe. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Zombie. Ich wusste, wie macht man sie jetzt in Chocopedia nochmal? Sag ich nicht. Du musst mir eine Folge anschauen. Dann weißt du. Ja, das weiß ich schon, aber das, ich tue jetzt nicht einfach auf YouTube gehen. Ich bin schon sowieso dir hoch beleidigt, dass gestern nichts kam. Also, ja, es tut mir leid. Gold, Nugget und Lapis. Okay, gut, wo ist Lapis Lazuli, Alter? Hier ist Lapis Lazuli. Ah, gut, oder? Ich brauche jetzt ernsthaft ein einziges Gold Nugget. Ja, genau. Boah, fick dich! Kannst du mir das einfach nicht gehen? Du hast doch eh noch 8. Ja, nimm dir eins von mir. Aber ich glaube, da ist nicht so mühsam, wenn du einfach ein Gold Nugget, also ein Goldstück von dir. Hallo, nimmst, ich will ja nichts sagen, aber sonderlich weit ist die Distanz eurer Geschütze nicht. Man kommt ganz gut durch, ohne dass man einmal getroffen wird. Menschen werden nicht getroffen, nur Mobs. Warum? Warum fragst du? Also, na gut, ich werde jetzt gleich, also ich werde jetzt gleich mal kurz das Gegenteil beweisen. Na, Menschen werden auch getroffen. Also zumindest nicht du und Xaut. Ja, was eingestellt oder was? Ja, Xaut hat eingestellt, dass du nicht getroffen wirst. Na gut. Vielleicht. Ja, das ist für mich scheiße. Aber freu dich nur für dich, weil ich kann es verstehen, dass du dich freust. Ich meine, hallo, das ist eine effektive Verteidigungsmethode, aber ich. Vor allem, ja, ich hab mich in der Folge, die erst nach deiner Folge kommen wird, drüber lustig gemacht, dass Cloud eigentlich relativ geil verkackt hat, weil er das mit Sicherheit nicht konfigurieren kann, dass die Teile dich nicht angreifen. Und sie tut's nicht. Das ist jetzt Fail gewesen, aber. Ja, gut. Tja, schon geschissen, gell? Ich hab ein Chocobabia. Chocobabia? Nein, kein Chocobabia. Chocobabia. Babia, Alter, ich schwör. Nee, was rede ich hier? Ich das hab sogar schon. Fragen wir uns alle. So, Rename. Hey, ich mache eine neue Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war ziemlich lustig, weil. Ja, ich bin noch immer in der Festung, aber das weiß ich nicht, ob man gelebt oder wieder nicht. Wir haben mittlerweile schon 3 Chocobos? What? Anscheinend. Wenn euch die gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben lassen und bis dahin bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal und ciao.